Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum zweiten Video, zur zweiten Kategorie vom Web-Timon-Preis 2019. Herzlich willkommen hier zurück bei dieser wunderbaren Preisverleihung beim wichtigsten deutschen Medienpreis 2019. Liebe Leute, gestern im Video gab es die erste Preisverleihung. Gestern wurde der erste Sieger, der allererste überhaupt, gekürt. Kategorie Entertainment. Und die heutige Kategorie ist nicht weniger wichtig, eigentlich die Paradekategorie, finde ich. Also meine Lieblingskategorie auf jeden Fall, weil ich finde, da Content zu erstellen, das ist nochmal ein bisschen schwieriger. Und deshalb freue ich mich sehr über alle Nominierten, weil ich finde, dass es alle sehr, sehr gute Kanäle sind und alle sehr gute Inhalte machen. Ihr durftet einreichen, ihr durftet abstimmen und heute geht es um diese wunderbare Trophäe. Wir werden schauen, wer diesen wunderbaren Preis mit nach Hause nehmen kann. Danke übrigens nochmal an Nerdy Timber für diese wunderbaren Schmuckstücke. Und schnacken wir gar nicht lange rum, wir könnten noch endlose Reden halten, wie toll das ist und was für wichtige Kategorien es gibt. Aber lasst uns das alles sein lassen. Viel Spaß mit den Nominierten. Kategorie Wissen. Mr. Wissen to go. Über 1 Million Abonnenten, eine eigene Fernsehshow und ein Interview mit der Bundeskanzlerin. Mirko Drotschmann, wie Mr. Wissen to go bürgerlich heißt, widmet sich den gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und historischen Themen unserer Zeit. Er erklärt Zusammenhänge, beantwortet Fragen und hat wohl schon einigen Schülern bei Referaten und Klausuren als wichtige Stütze gedient. Er beantwortet politische Hintergründe, erklärt gesellschaftliche Phänomene und schafft es bei aller Kontroversität, immer sympathisch zu bleiben. Wo der Drang nach Wissen auf die Möglichkeiten des Internets trifft. Wie Lehrer im 21. Jahrhundert viel häufiger sein sollten. Valulis. Das Team um Philipp Valulis widmet sich jede Woche in aufgearbeiteter Form popkulturellen Phänomenen unserer Zeit. Er blickt hinter die Fassade der Medienlandschaft, erklärt uns Zusammenhänge und zeigt uns, wieso wir vieles gar nicht so ernst nehmen sollten. Der Peter Lustig der Internetthemen bietet eine Sichtweise, die seine Zuschauer verstehen lässt, wie das Geschäft mit dem Internet funktioniert. Er gibt Antworten auf das Warum, erläutert das Wie, paart das Ganze mit Sketchen und Einspielern und bietet damit eine perfekte Blaupause für den Begriff des Infotainments. Ein Licht im Wirrwarr des Internets, das vielen in einem Wald zwischen Deutschrappern und Greta Thunberg den Weg weist. MyLab. Grimme Online Award, den Georg von Holzbrink Preis für Wissenschaftsjournalismus, den Hans-Joachim Friedrich Preis, Journalistin des Jahres 2018, eine Fernsehshow, ein Bestseller und ein Doktortitel. Es gibt wenig, was Mai Ting-Yang Kim in ihrem Leben noch nicht erreicht hat. Auf ihrem YouTube-Kanal führt die Chemikerin dieses Konzept weiter und wirft einen naturwissenschaftlichen Blick auf eine Themenauswahl, die oft Erstaunliches zutage führt. Wie sie selbst über ihren Kanal sagt, verlässliche, differenzierte Infos, die man sich nicht so einfach ergoogeln kann. Eine unterhaltsame Expertise und die geballte fachliche Kompetenz gepaart mit unterhaltsamer Moderation und einem Sinn für die richtige Themenauswahl. Y-Kollektiv. Der Verbund junger Journalistinnen und Journalisten produziert Reportagen, die manchmal gar nicht so objektiv sind, wie man es eigentlich gewohnt ist. Und das müssen sie auch gar nicht sein. Vielmehr begleitet man einen Menschen auf seiner Reise durch ein Thema, erlebt den Gewinn der Erkenntnis und schafft es so für sich, ein ganz eigenes Urteil zu bilden. Für eine neue Subjektivität im Journalismus, die trotzdem erstaunlich vielschichtig und neutral bleibt. Die Themen greifbar macht und den Zuschauer ganz eintauchen lässt in eine neue, eigene Welt. Reportagen, die dieses Jahr auch die Schlagzeilen bestimmten und dafür gesorgt haben, dass eine ganze Industrie ihre eigenen Helden hinterfragt. Für Journalismus, wie er sein sollte. Neutral, nahbar und vor allem eins. Interessant. Simplicissimus. Die Firma Apple hat sich in ihrer Zeit um Steve Jobs das Ziel gesetzt, Produkte zu entwickeln, von denen die Menschen vorher selbst nicht wussten, dass sie sie eigentlich haben möchten. Nach diesem Motto funktioniert auch der Kanal von Simplicissimus. In wöchentlichen, fantastisch aufgearbeiteten Essays werden Thematiken und Phänomene behandelt, die das Zeitgeschehen widerspiegeln, die Popkultur untersuchen und immer wieder Einblicke bieten, die einem sonst verwehrt gewesen wären. Eine wunderbare Themenauswahl, breit gefächert, von Politik bis Videospielen und dennoch immer in einem eigenen Stil, der sich treu bleibt und Wert auf Informationen und Anschaulichkeit legt. Ein Kanal, auf dem die Akteure im Hintergrund bleiben, Bilder für sich sprechen lassen, um Platz zu schaffen für die Themen, die sie und damit auch uns bewegen.
Ja, ein starkes Feld. Ich persönlich wüsste gar nicht, wie ich mich entscheiden sollte. Aber ihr habt das getan, ihr habt abgestimmt und es war wirklich sehr, sehr knapp. Und gerade diese Kategorie hat gezeigt, jede Stimme zählt. Der Sieger hat das Publikumsvoting mit, ich glaube, 6 Stimmen Abstand gewonnen, was bei der Anzahl der abgegebenen Stimmen gar nicht so wenig gewesen ist. Dazu nochmal am letzten Tag was dazu. Aber kommen wir nun feierlich zum Gewinner in der Kategorie Wissen beim Web-Timon-Preis 2019. Und dieser wunderbare Preis geht dieses Jahr an Simplicissimus. Herzlichen Glückwunsch, großes Kompliment an die beiden. Ja, lasst es krachen heute Nacht. Ich glaube, die Champagnerflaschen werden heute nicht mehr geschlossen. Zu Recht kann man da sagen. Zu Recht, der Web-Timon-Preis ja für einige der Karrierehöhepunkt in ihrer Karriere. Ja, das kann man sich jetzt auf die Fahne schreiben. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Aber wir stehen vor einem Problem. Denn wer die beiden verfolgt, der weiß, sie stehen eigentlich nie vor der Kamera. Was ein bisschen schwer ist, wenn man einen Preis überreichen möchte. Nichtsdestotrotz möchten wir jedem Gewinner die Möglichkeit geben, eine kleine Laudatio zu halten. Ein paar Worte vielleicht an euch, vielleicht an die Menschheit allgemein zu richten. Wer weiß, ob die noch wichtig werden, diese Worte. Große Reden wurden schon auf Preisverleihungen geschwungen. Und ich höre aus der Regie, wir haben wohl gerade einen kleinen Einspieler, den wir uns mal angucken können. In dem Sinne, meine Damen und Herren, die Gewinner Simplicissimus. Wir möchten uns ganz herzlich für den Web-Timon-Preis in der Kategorie Wissen bedanken. Es ist uns eine große Ehre, Deutschlands wichtigsten und traditionsreichsten Web-Videopreis in Empfang nehmen zu dürfen. Wir haben vorher noch nie irgendwas gewonnen und finden es richtig nice, dass Timon aka Klengarn sowas auf die Beine stellt. Danke. Ja, wunderbar. Vielen Dank an alle, die wieder mitgemacht haben. Schreibt mir gerne euer Feedback dazu unten in die Kommentare. Verbreitet dieses Video, damit alle von dieser frohen Kunde erfahren, gerade auch die beiden. Also für die beiden. Die beiden wissen es ja eigentlich schon. Herzlichen Glückwunsch nochmal auch von mir. Morgen geht's weiter mit der nächsten wunderbaren Kategorie. Dann sehen wir uns wieder. In dem Sinne, feiert schön, lasst die Korken wieder knallen und macht nicht zu doll, Leute. Morgen geht's weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bis morgen.